hat einen digitalen Tachograph. Hier kommen wir erklären, was die einzelnen Symbole bedeuten, die Arbeitszeit, Ruhezeit, Lenkzeit, sonstige Tätigkeiten. Sichtprüfung der Betriebs- und Feststellbremse. Hierbei handelt es sich um eine Sichtprüfung. Kann man außen nicht so viel sehen. Eventuell, wenn es die Felge zulässt, kann man schauen, ob diese Bremsscheibe eventuell Risse hat. Hier ist der Vorratsbehälter für die Lenkhydraulik. Diese wird bei diesem Fahrzeug über den Bordcomputer geprüft. Ist der Stand so niedrig, wird es im Bordcomputer angezeigt. Bei älteren Fahrzeugen ist hier ein Messstab, mit dem man dann das Ding manuell messen kann. Bremsleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Rückstrahler prüfen. Das macht immer der Beifahrer und der Fahrer kontrolliert. Im Fall für die praktische Fahrprüfung ist es angebracht, den Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin ins Auto zu schicken. Überprüfen der Scheibenwaschanlage und der Einstellung der Spritzdüsen. Hierzu können wir die Scheibenwaschanlage prüfen und mit einer Nadel, die sich meist im Verbandkasten befindet, die Einspritzdüsen einstellen. Okay, jetzt. Nächster Punkt, Zustand der Scheiben und Spiegel. Hier kontrollieren wir, ob die Scheiben und Spiegel verschmutzt sind, eventuell Steinschläge vorhanden sind oder die Spiegelrisse aufweisen.